Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, sofort und gleich. Also heute haben wir mal wieder neue Skins im Shop, und zwar einmal den Paradox Skin. Also Leute, ich muss sagen, ich finde das neue Pack eigentlich komplett kacke. Und ja, was soll man dazu sagen? Wie viel gibst du dem? Ja, ich finde, das sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus, sieht auch nicht ganz toll aus. So immer so mittendrin, ich gebe dem 6 von 10. Ich gebe dem 0 von 10. Dann kommen wir zu Lace. Das sieht richtig schlimm aus. Ja. Respekt. Was gibst du da? Keine Ahnung. Die sieht schrecklich aus. 4 von 10. 2 von 10. Also damit sind wir hier fertig. Dann kommen wir zur Vision. Mit dem allsehenden Auge. Ja. Ich gebe dem 0 von 10. Wie viel gibst du dem? Tja. Was soll ich dazu sagen, ne? Überall der ganze Illuminati-Kram. So, ja, ich gebe da 3 von 10. Equilibrium. 0 von 10. Naja, so schlecht sieht er jetzt nicht aus hier. Der Gleiter. Ist jetzt auch nicht so besonders, aber sieht so schlecht sieht er nicht aus. Er kriegt von mir 4 von 10, 5 von 10. Cloud Strike. Noch ein richtig geiler Gleiter, den gebe ich 6 von 10. 5 von 10. Tanker! Der ist so auffällig. Ja, wie viel gibst du denn? Aber wenn ich mir überlege, dass ich mit meinem Ragnarok schon oft hängen bleibe, mit meinem Kopf irgendwo, möchte ich nicht wissen, wie das bei dem Riot erst aussieht. Ist der eigentlich größer als der Ragnarok? Mhm. Er ist wahrscheinlich natürlich größer durch die Picken, oder? Natürlich. Durch die Spitzen. Mhm. Ja gut, trotzdem finde ich ihn irgendwie ganz cool. Halt Punker. Und Punker finde ich ganz nice. Kriegt von mir 6 von 10. Ja, von mir kriegt er 4 von 10. Ja, den Grill Sergeant, den finde ich irgendwie total bescheuert. Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen. Also den finde ich... den 4 von 10. 4 von 10? Mhm. 2 von 10. Smooth moves. Wie gibt's denn? Dem Smooth Moves 8 von 10. Ich finde den schön. Ich auch. Oh Gott. Oh nein. Also so macht er sofort immer rum, wenn er ein Match gewinnt. Bei Fortnite? Der blinkt hier dann auch immer so. Die Bewegungen sind dann genauso schnell und hüpft auch genauso. Grausam, das Ding macht die Scheiße. 4 von 10. Crazy Feet kriegt von. Also ist nicht ganz so schlimm wie der gestern. Der gestern war wirklich der absolute Horror. Klar. Also das konnte ich mir nicht anhören. Ja, ehrlich, ohne Scheiß. Ich finde ihn sogar ganz cool eigentlich. Nein, ehrlich. Doch, ich würde den. Ich hätte den 5 von 10 gegeben. Dem von gestern? Ja. Ey, der hat mein Hirn zerstört. da ist meine letzte Gehirnwindung. Alles, was dein Hirn zerstört, ist für mich gut. Also der war quasi, hätten sie auch ja sofort drunter schreiben können. Was? Unter den Emote. Er hat so meine letzte Hirnwindung noch geknackt. Ja. Der Synapsenbrecher. Finde ich gut. Muss ich mir zulegen. Ich glaube, ich muss mir mal so ein YouTube-Video reinziehen. 10 Stunden lang diesen Emote. Den ganzen Tag. Dann bist du ja total gaga. Für dich. Das muss ich dir dann in dein Zimmer legen. Dann bist du ja total gaga. So. Wie dem gebe ich doppelt so viel wie gestern dem anderen. 2 von 10. Was? Ja. Hast du dem nicht 0 von 10? Nein, ich habe dem einen gegeben. Ein Punkt, ein Anstandspunkt. Victory Lab. Ah. Den gebe ich 8 von 10. Was? Dem gebe ich ungefähr 4 von 10. Ja, ich auch. So, wenn ich so ja, es war heute irgendwie ein Schrottshop, oder?
Das kann man sagen, außer Smooth Moves. Das hier war komplett Schrott. Also ich glaube, das war mit einer der schlechtesten Sets. Das Set hat insgesamt von mir 2 Punkte bekommen. Ja, von mir ein paar mehr, aber ziemlicher Schrott mir 2 Punkte und auf bekommen. der rechten Seite auch ziemlicher Schrott. Ja, also ich würde, also das war heute mit einer der schlechtesten Shops, die wir hier hatten. Also wenn ich das so Ja. gefallen habe, würde ich mich sehr bei der Gitarre freuen.